Hi, ich bin Gordon und ich lade heute das Kaliber 9mm wieder und das mache ich aus dem einfachen Grund, weil die heutige Munition ein bisschen kräftiger geladen ist als die damalig zum Zeit der Pistole 08. Die gebrauchten Hülsen, die sortiere ich eigentlich nur nach den Herstellern, zum Beispiel SMB-Hülsen, Geko-Hülsen, die sind auch nicht großartig gewaschen, die sind nur einmal verschossen. Geschosse verwende ich die 100 Grain H&N Geschosse und bisher ist die Präzision mit diesen Geschossen ziemlich gut. Ich habe aber auch von LOS die 124 Grain und eine gute Präzision ergeben natürlich auch die 115 Grain Round Nose. Ich verwende aber diese nach dem damaligen originalen Style sozusagen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn die etwas länger sind, die Patronen, dann können die natürlich in den Originalmagazinen etwas hängen bleiben und das will ich natürlich nicht und deswegen gehe ich auch nicht über 28 mm Gesamtlänge mit diesen Geschossen speziell. Das kann natürlich variieren mit Rundnasegeschossen, also das wisst ihr ja selbst, das ändert sich natürlich entsprechend. Matrizenkit habe ich das von Hornady und ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gesammelt mit dem Hornady Matrizensatz. Generell, ich lade ja nicht nur 9mm wieder, sondern auch andere Kaliber, die ich sportlich verschieße. Als Pulver verwende ich das Reload Swiss RS12, das ist ein ziemliches Universalpulver. Das ist vergleichbar mit Vitaburi N330, wenn ich nicht täusche. Und ist ein ziemliches Universalpulver. Ist auch vergleichbar mit dem Alliant Unique. Wirklich ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten. Und wie ihr selber wisst, sind ja die Lagerungskapazitäten begrenzt bei uns hier in Deutschland und dann sucht man sich natürlich, sagen wir mal, Pulver raus, die für ein großes Spektrum an Munitionssorten verwendbar sind. Ich verwende das Pulver auch für 45 ACP sowie für 45 Colt. Ich verwende zum Messen einen guten Messschieber. Ich hatte eine ganze Weile die günstigen Messschieber, im Grunde reicht es ja, aber ich habe mir dann doch mal, weil ich auch aus dem Mechanikbereich komme beruflich und Maschinenbau, habe ich natürlich da bessere Werkzeuge und das wollte ich dann auch hier entsprechend zum Wiederladen haben und habe mir mal so ein Mitutoyo geleistet. Ich kann das wirklich nur empfehlen, ob es den Preis wert ist für den einen oder anderen, um nur irgendwie da so auf ein Zehntel genau zu messen, das mag sein, aber für mich persönlich ist es ein Muss. So, ich werde jetzt hier die Presse, ist übrigens eine Lock & Load AP, umrüsten. Die ist noch auf Großkaliber umgerüstet, also mit großen Primern und für große Hülsen. Und das rüste ich jetzt mal um und dann werden wir mal die Kamera ein bisschen umstellen und dann schauen wir uns das mal an. Ist eingerichtet, das Pulver ist eingefüllt und so werde ich mal meine Laborierung versuchen wiederherzustellen. Das heißt also, ich hatte natürlich bereits eine Laborierung gefunden, die ganz passabel ist und das ist
In dem Fall 5,3 Grain RS12 bei einer Gesamtlänge von 28 mm. Wiederladedaten natürlich auf eigene Gefahr. Jeder Wiederlader handelt eigenverantwortlich. So, jetzt werden wir das Pulver einrichten. Das heißt, wir wollen auf 5,3 Grain kommen. Ich habe hier meine kleine Waage schon mal vorbereitet. Für die Hülse genullt. Und dann schauen wir mal, dass das gerade eingestellt ist. Viel dürfte es nicht sein. 4,2 sind wir jetzt. Ich mache das auch immer so, dass ich das einstelle und dann 4,2 und dann mindestens dreimal nacheinander muss der entsprechende Wert angezeigt werden. Sonst ist noch eine Nachstellung erforderlich. Zwischendurch mache ich ab und zu mal noch einen Check, ob die Waage in Ordnung ist. Aber diese kleine Waage, die ich hier habe zum Wiederladen, die kann ich euch nochmal vorstellen. Also das ist eine der besten, die ich jemals gefunden habe. Ziemlich günstig sogar. Und da kann ich ja nochmal ein extra Video machen für. So, jetzt sind wir schon knapp 5 Grain ran. 4,8. Ein bisschen können wir noch. 5,3. Da sind wir bei 5,4. So, meine Erfahrung hat gezeigt, dass es nach dem Einstellen immer ein bisschen mehr in der Hülse landet, als wenn man ein paar Mal gefüllt hat. Und da sind wir spot on, 5,3 Grain. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Und dann schauen wir mal, ob es konsistent ist. 5,3. Und wenn er jetzt noch einmal 5,3 hat, dann bin ich damit zufrieden. Ja, wunderbar. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier bei der Hornady-Presse einen Silikonring anstatt dieser originalen Feder. Ich zeige euch die mal hier kurz. Die kennt ihr sicher, wenn ihr eine Lock-and-Load-API-Presse habt, dann kennt ihr diese Federn als Hülsenhalter für die Platte. Liegt so drum, normalerweise. Das verklemmt sich gerne mal und dann hat es natürlich diese Dents hier drinne und dann irgendwann ist die halt nicht mehr benutzbar. Es werden ja ein paar von diesen Federn mitgeliefert, aber schlussendlich, es funktioniert, ist okay soweit. Erinnert so ein bisschen an so einen Spannring von einem Simmerring oder Wellendichtring von so einem großen. Kann man sicherlich auch irgendwo anders noch herkriegen. Der eigentliche Grund, warum ich natürlich auf so einen Silikonring gewechselt habe, ist aber eigentlich ein ganz anderer. Und zwar gerade bei diesen kleinen Hülsen, wenn dort viel Pulver drin ist, ich zeige euch das mal eben, das Drehen des Tisches oder das Drehen der Indexierung bewirkt natürlich so eine Art Schnappen. Und man sieht, die Hülse ist ziemlich voll. Und dieses Schnappen oder Einrasten von den kleinen Kügelchen, die hier in dieser Platte drin sind, die dann wie so eine Rastung sozusagen dann die Position sichern. Und die führen dazu, dass natürlich Pulver rausgeschleudert wird. Und ein paar von den Krümeln rausgeschleudert, das wird schon unser eigentliches eingestelltes Pulvermaß verstellen. Das heißt, es wird im Prinzip dann weniger in der Hülse landen, als wir eigentlich wollen. Und wenn natürlich dann nicht so konsistent entsprechend genau in der Hülse Pulver landet, dann dürfte auch die Präzision nicht besonders hoch sein. Das mag bei vielen großen, langen Hülsen jetzt nicht so sehr auftreten, aber gerade bei den kleinen Hülsen, ob das 45 ACP ist oder ob es 9 mm ist, da ist sehr oft passiert. Und den Tag bringt mir meine Frau so eine Gummiringe hier mit. Die hat irgendwo hat sie die hergekauft. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo. Jedenfalls wohl vom Grabbeltisch irgendwie. Und diese Gummiringe gibt es einmal in weiß und einmal in schwarz.
ganz normales Silikon, ich glaube Haarringe sind das oder sowas in der Art. Und nun ja, also ich habe mich natürlich schon ein bisschen gewundert und ein bisschen gelacht, weil die Silikon für Haare, das durfte ziemlich ziehen. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, ich glaube, die sind eher für unsere Wiederladepressen geeignet. Und das führt dazu, wenn man diesen Gummiring anstatt diese Metallfeder nimmt, dass so eine Art Dämpfung eintritt. Das heißt, die Indexierung, die wird ganz weich und ja, wie gedämpft. Es kann also nicht mehr auftreten, dass der eigentliche Tisch einrastet und dann durch diesen Schwung Pulver aus der Hülse geschleudert wird. Hier ist übrigens noch Pulver drin, das werden wir mal wieder zurückschütten. Und ja, und seitdem ist das wirklich hervorragend. Was das einzige Problem, was ich bei diesen Ringen habe, ist, dass bei manchen Hülsen ist die Ausstoßvariante hier nicht mehr ganz so zuverlässig. Das heißt, also zuverlässig schon, aber es kann sein, dass sie eben zu langsam sind. Und nun ja, dieser Halter, ihr kennt das, er kann natürlich auch mal hier sich ein bisschen verschieben und dann landet die Murmel irgendwo. Also es gibt keinen Tag, wo nicht mindestens eine von diesen Patronen oder irgendwas runterfällt. Solange es natürlich nur beim Auswurfen von der fertigen Patrone ist, kein Problem. Viel schlimmer wäre es natürlich, wenn hier ständig durch das Indexieren das Pulver rausrieselt oder rausgeschleudert wird, und das ist viel ein größeres Problem, als wenn das Geschoss oder wenn die Patrone nachher zum Schluss weniger gut, effizient in den Behälter befördert wird. Ich finde das alles nicht so schlimm. Wichtiger war mir, dass eben die Indexierung hier etwas weicher und besser erfolgt. Legen wir mal los. Kalibrieren und ausstoßen, Zündhütchen setzen. Ich habe hier vorhin schon eine gemacht, der hat schon das Zündhütchen drin, die muss ich dann irgendwo mit wieder in den Kreislauf einbringen. Dann die nächste. Und die nächste. Wird gefüllt. Nehmen wir das Geschoss. Lassen wir mal eine frei, damit wir die nachher setzen können. So, jetzt kontrollieren wir das aber nochmal. Das wäre dann eine fertige Patrone. Und dann messen wir den mal, den Kumpel. 28,25. Auf 28 wollen wir kommen. Wieder ein und dann stellen wir hier ein bisschen nach. Ah, hier hat sich das ein bisschen gelöst. Das ist der Grund. Das kann passieren. So, nochmal. Dann sind wir bei 27, 97, 98 und das nenne ich mal 28,00. Ich werde noch einen kleinen Tick zurückgehen. Das Schöne halt bei der Hornady-Presse ist, man kann dann wirklich alles rausnehmen, kann dann nochmal wieder von vorne anfangen und in jeder Position, wenn irgendein Problem auftritt, irgendwie eine andere Hülse mit reinmachen oder was auch immer. Ich habe dann meistens immer noch ein paar von diesen Hülsen, die schon einen Primer haben, rumliegen, falls irgendwie ein Problem mit der Hülse zum Beispiel beim Kalibrieren auftritt oder so, dass dann beim Ausstoßen oder keine Ahnung irgendwas. Manchmal sind auch Hülsen bei, dann passe ich nicht so richtig auf beim Sortieren. Dann kann es sein, dass ich eben irgendwie so eine Spezialhülse von irgendeinem Militärkram dazwischen geschlichen hat. Und die sind irgendwie ziemlich schräg gekrümmt. Und da geht auch das abgeschlagene Zündhütchen nicht so richtig raus. Ich mag diese Hülsen überhaupt nicht, die schmeiße ich weg. Und gerade bei 9mm hat man ja so viel Auswahl. Ich benutze nur die Geco oder Magtec und S&B Hülsen und die haben vom Hülsenvolumen her sind die relativ konsistent und auch gleichmäßig. Man muss natürlich aufpassen, wenn man eine Laborierung hat, dass man natürlich nur immer eine bestimmte Hülsensorte dann nimmt. Bei so einem kleinen Hülsen 9mm, ich glaube, dass also ich habe keinen Unterschied festgestellt in der Präzision zwischen S&B oder Geco Hülsen.
Aber man muss natürlich nun trotzdem aufpassen, gerade bei Langwaffenkalibern ist es natürlich durchaus auch gefährlich, weil da die Volumina innerhalb der Hülse natürlich entsprechend stark variieren und dann dadurch natürlich auch bei Maximalladung natürlich auch entsprechend viel höhere Drücke auftreten können. Das haben wir jetzt durch, dann werden wir die nochmal testen hier. Das heißt, hier ist kein Pulver drin. Dann werden wir loslegen. Dann nehmen wir ein Geschoss und da haben wir jetzt 28,12. Das ist immer noch ein bisschen. Dieser Winkel von diesen Geschossen hier oben, das kann so dermaßen variieren. Vor allem bei PPU-Geschossen habe ich das gehabt, dass die Setztiefe ziemlich stark abweicht, bis zu einem Zehntel, aufgrund der Tatsache, wie der Setzstempel auf das Geschoss auftrifft. Und wenn der Winkel hier ein kleines bisschen anders ist, bei diesen konischen ist es relativ unproblematisch, aber bei Rundnase-Geschossen, Roundnose-Geschossen ist es natürlich, oder generell, wenn man ein torpedoförmige oder eine Spitze hat, ein Spitzgeschoss, dann je steiler der Winkel ist, desto mehr Effekt oder Auswirkung hat es nachher. Und da muss man auch höllisch aufpassen. Ja, also ich denke mal, das wäre okay. Also 28, das sind jetzt noch 400. Also ich glaube, genauer kriegen wir das jetzt hier nicht hin. Was das betrifft, also ich gehe bis ein halbes Zehntel plus minus, weil das nicht wirklich bei solchen Geschossen, die ja doch in Massenproduktion hergestellt werden und eigentlich nur zum Plinken gedacht sind und zum Training, also was die Setztiefe betrifft. Und ich gehe natürlich gerne lieber ins Plus als ins Minus, aber 400 ist kein Problem. So, jetzt haben wir hier schon zwei Stück fertig und jetzt mache ich die beiden noch, kontrolliere die und inwiefern die Setztiefe konsistent ist. Ja, 300, also genau 28,00 und so bin ich zufrieden. So, dann machen wir den Rest jetzt durch und ja. Das waren die 100 Patronen, aufgeräumt habe ich auch schon, wie ihr seht. Ja, hat mir Spaß gemacht, das war mein erstes Video zum Thema Wiederladen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sehe euch das nächste Mal wieder fürs nächste Video und gebt mir einen Daumen hoch, Thumbs up. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.